Ich begrüße Sie alle recht herzlich heute zum R7 V19 R7 Webinar. Heute, Sie haben mitbekommen, diese Woche haben wir die R7 veröffentlicht. Ich habe schon gesehen, einige von Ihnen haben sie auch schon ganz neugierig geladen. Ich frage mich dann immer, was machen Sie damit, wenn Sie noch gar nicht wissen, was drin vorkommt, weil ich erfahre es ja quasi erst heute. Aber ab morgen, ab heute Abend können Sie dann wirklich loslegen, weil dann wissen Sie wirklich, was sind die Highlights in der R7. Ich verrate Ihnen gemeinsam, wie in den allen anderen Webinaren auch, mit meinem Team. Mit dabei sind wieder Thomas Maul, ich kriege dann Göring dabei, Norbert Rudek und auch der Achim Peschke habe ich gesehen, ich auch dabei. Also sollten wir in den Frage- und Antwortrunden irgendwelche Fragen haben, die meinen Horizont überschreiten, dann werden wir auf jeden Fall fachkundiges Personal dabei haben, die die Fragen beantworten können. Ich habe heute wieder bewusst dieses Format für das Webinar gewählt, sprich das Format, dass wir alle unsere Kameras einschalten könnten. Also Sie sind herzlich eingeladen, das auch zu tun. Ich hoffe, meine Einstellungen sind richtig, dass Sie das auch können, weil ich hier noch keinen einzigen anderen außer mich. Ah, wunderbar, den Herrn Maul hier schon. Sehr gut, vielen Dank. Weil ich mache das Ganze auch für mich ein wenig lebendiger, wenn ich ein paar Menschen hier, die entweder wegnicken oder vor Begeisterung aufspringen. Den Ton habe ich bewusst allen erstmal ausgemacht. Ja? Das wünsche ich mir daheim auch immer, einfach mal den Ton ausmachen können bei der Familie. Hier kann ich das, daheim nicht. Wenn Sie eine Frage haben, wenn irgendwas sein sollte, Hand heben, einfach irgendwie erkenntlich mal irgendwie zeigen und dann gebe ich Ihnen gerne den Ton in der Frage- und Antwortrunde. Alternativ, wenn Sie eine Frage haben, einfach im Chat schreiben oder in der Frage- und Antwort-Panel. Das finden Sie alles unten in Ihrer Leiste drin. Da könnte ich auslassen. Entweder antworten die Kollegen schon während ich noch vortrage oder wir diskutieren dann später in der Runde drüber. Gut, legen wir gleich mal los. Der heutige Themenblock oder die Themenblöcke, wir haben mich wieder ein bisschen aufgeteilt. Wir haben Developer-Funktionen dabei, also Dinge, die Sie als Entwickler tierisch freuen mit, weil entweder wird Ihr Leben einfacher oder noch schöner oder Sie haben einfach noch mehr Möglichkeiten. Dann haben wir einen sehr speziellen Teil dabei, was Deployment angeht. Da haben wir eine Besonderheit in dieser Version dabei, die besonders, wenn Sie mit Terminal-Servern arbeiten, also auch mit großen Lösungen arbeiten, für Sie spannend sein kann. Für die Mobile ist dabei, auch da haben wir eine coole Erweiterung, wie ich finde, die das, die Nutzung von für die Mobile noch effizienter macht, noch einfacher und besser macht. Und mit dabei für die Ride Pro, der Teil baut so ein bisschen auf dem Teil auf, den wir bei der R6 schon hatten. Da haben wir auch schon eine spannende Funktion und sind hier auf dieses Templating eingegangen. Das haben wir auch in der R7 nochmal ein bisschen erweitert. Ja, wir legen also gleich mal los mit den Developer News, also Funktionen, die Sie als Entwickler wirklich begeistern werden. Als allererstes, die R7 bringt was mit, nämlich die Zertifizierung für die beiden aktuellsten Versionen, Betriebssysteme, einmal macOS Ventura, sprich 13. was auch immer, und natürlich auch für Windows 11 22H2. Die Fachmänner unter uns wissen, zählen da vielleicht immer mit, für mich ist Windows 11. Die meisten Ihrer Windows-Anwender wissen wahrscheinlich gar nicht, welche Version Sie haben. Also die beiden Versionen sind dabei. Sehr, sehr wichtig natürlich für Ihre Anwender. Ich habe schon mit einem oder anderen Entwickler gesprochen, die gesagt haben, super, darauf habe ich gewartet, darauf haben meine Anwender gewartet. Dann bleiben wir ein bisschen auch in der Microsoft-Welt und kommen zum Thema rund um Microsoft 365. Neben dem Zugriff auf Office-Anwendungen bietet Microsoft eine Azure-basierte Active Directory, mit dem sich User über den Webbrowser bei Diensten wie Microsoft SharePoint oder OneDrive anmelden können. Alle Microsoft-Dienste nutzen eigentlich dabei das gleiche Single Sign-On, das auf der E-Mail natürlich basiert. Kennen wir vielleicht auch bei anderen Diensten und so weiter. Mit FIDE können Sie mit dem FIDE Web NetKit dieses Konzept nun auch verfolgen und den Benutzern die Möglichkeit geben, sich mit ihren gewohnten Unternehmensdaten, sprich E-Mail-Adresse, in der Anwendung einloggen. Ich mache das jeden Morgen in der FIDE-Anwendung, die der Herr Maul geschrieben hat, funktioniert also wunderbar, habe ich gar kein Problem. Neben den Möglichkeiten des Single Sign-On können hier auch Informationen über einen authentifizierten User abrufen, wie zum Beispiel E-Mail, Abteilung, Telefonnummer und so weiter.
Wenn der Administrator und Ihre Datenschutzerklärung das erlaubt, können Sie sogar Informationen über die Kollegen des Users im selben Unternehmen abrufen. Ja, also das ist eine tolle neue Funktion, die wir mit R6 und R7 rein eingeführt haben. Der nächste Teil bei Microsoft 365, der E-Mail-Teil. Auch da gibt es eine Neuerung. Mit der V19 R7 bringt eine API zum Versenden von E-Mails über Microsoft Graph API. Die OAuth2-Funktionalität war eine Voraussetzung für diese Verbindung mit dem Microsoft-Server und ermöglicht uns die Einführung von Befehlen zum Abrufen von Informationen über die User. Und damit haben wir auch die Möglichkeit, dann wirklich E-Mails direkt zu verschicken über die entsprechenden Befehle, die man auch hier sehen kann. Ich weiß, viele von Ihnen haben bereits den Sprung von binär auf den Projektmodus gemacht und nutzen bereits die vielen Vorteile. Einige sind aber immer noch im Binärmodus unterwegs. Gibt verschiedene Gründe, keine Frage. Bisher war es immer so, dass Fidir es ermöglicht hat, Anwendungen, die noch im Binärmodus laufen, die Vorteile der Klassenfunktion zu nutzen, indem sie eine Komponente im Projektmodus verwenden. Um ihre eigene Klassen zu erstellen und sie mit ihrer auf dem Binärmodus basierenden Anwendungen zu verwenden. Diese Funktion wird mit Tipps und Unterstützung für die Codevervollständigung geliefert, um Ihnen das Schreiben von Code zu vereinfachen. Um Ihnen das Programmieren jetzt noch einfacher zu machen, bietet die V19 R7 eine neue Funktion, wie Sie hier in den Slides sehen. Von nun an können Sie eine Liste aller verfügbaren Klassen von Komponenten im Methodenexplorer anzeigen lassen, sodass Sie im Handumdrehen entscheiden können, welche Funktionen Sie in Ihrem Code verwenden möchten bzw. wollen. Also hier haben wir eine wunderbare Erweiterung von dem Methodenexplorer realisiert, die das Leben einfacher macht für Sie als Entwickler. Jetzt kommen wir zu einem, wie ich finde, sehr großen Thema. Der Herr Moll hat es mir, glaube ich, zweimal erklärt. Ich hoffe, ich habe es irgendwie verstanden. Die Dateihändler sind Objekte, die auf Grundlage von File-Objekten erstellt werden und über Funktionen verfügen, um auf beliebige Teile von Dokumenten zuzugreifen und von dort aus den Inhalt sequenziell zu lesen und zu schreiben. Ja, diesen Teil habe ich bei Wikipedia geklaut. Oder? War es sogar aus unserem Blog? Ich glaube, aus dem Blog sogar. Kurz gesagt, die Befehle File und Folder kennt man seit der V17 R5. Da sind sie erschienen und die haben mich ermöglicht, auf Ordner und Dateien auf der Festplatte die zu verwalten, zuzugreifen. Für das Schreiben und Lesen stehen Ihnen die Funktionen SetText und GetText zur Verfügung, um den gesamten Inhalt zu lesen oder zu schreiben. Aber was tun, wenn Sie ein oder mehrere Zeilen eines bestehenden Dokumentes lesen oder hinzufügen möchten? Mit den neuen File-Händlers oder Datei-Händlers-Objekten in der R7 können Sie diese effizienter denn je tun. Die Handle-Klassen verfügen über viele Funktionen, die folgendes nämlich ermöglichen. Lesen und Schreiben von Text, Zeilen lesen und schreiben mit automatischem Verwalten von Zeilenumbrüchen, die Größe dann eines Dokumentes abfragen und einstellen, und Blobs lesen und diese schreiben. Ich glaube, zu dem Teil hat der Herr Maul auch nachher noch mal drei Worte zu sagen. Herr Grinstern, ich gebe zwei Arten, wie der Herr Maul grinst. Einmal gut und einmal der Schäfer hat immer noch nicht verstanden. Okay. Kommen wir zum Thema, das ich sogar richtig einfach verstanden habe. Nämlich der Titel hier sagt schon sehr, sehr viel über die Bilder. Listbox und Alt-Taste. Ne? Ab R7 ist es nämlich möglich, die Alt-Taste gedrückt zu halten, nicht mehr nötig, die Alt-Taste gedrückt zu halten, um mehrere Elemente gleichzeitig zu verschieben. Ich habe dich mal in dieses tolle Video hier neben gepackt. Aus technischer, historischer Gründen war es immer erforderlich, die Alt-Taste schön gedrückt zu halten, um mehrere Elemente gleichzeitig zu verschieben. Diese Verpflichtung oder dieses Drücken gehört nun der Vergangenheit an. Dies ist eine benutzerfreundliche Verbesserung, da dieses Verhalten dem, was man auf Mac und auf Windows kennt, wie man Daten nimmt und verschiebt, nicht mehr sich anpasst daran. Die User werden nicht mehr verwirrt sein und diese Aktion ist ganz, ganz natürlich, weil es in allen Programmen dann gleich ist. Wenn aber der User von bestehenden Anwendungen es gewohnt sind, beim Ziehen die Alt-Taste zu drücken, kein Problem. Geht immer noch. Das Drag and Drop funktioniert genauso. Die Alt-Taste wird ignoriert, es sei denn, Sie programmieren etwas,
um sie einen anderen Zweck zu berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn die Alt-Taste gedrückt wird, wird kopiert statt verschoben. Irgend sowas. Ja, also, wie gesagt, es ist sehr viel benutzerfreundlicher und einfacher. Ich hoffe, das Video zeigt dich ganz gut und auch das Beispiel, das wir auf der Webseite haben, im Blog haben, zeigt euch nochmal. Dann haben wir einen weiteren Punkt. 4D bietet die Unterstützung von externen Quellcode-Editoren. Kennen wir Visual Studio Code zum Beispiel, die 4D-Code verarbeiten können und mit den Standardfunktionen wie Syntax Highlighting ausgestattet sind. In der R7 bieten wir zwei neue Funktionen. Einmal Go to Definition. Die meisten Entwickler müssen hier beim Lesen oder Bearbeiten von Code oft die Definition eines Code-Elements überprüfen. Mit Visual Code können Sie dies tun, indem Sie mit der rechten Maustaste über den Code-Element klicken. Darauf wird ein Kontextmenü geöffnet, wie man hier sieht in dem Bild, das einen Menüeintrag, also Go to Definition oder GTO Definition, enthält. Wählen Sie eines dieser Menüeinträge, Ihr Cursor wird an die Stelle gesetzt, an dem der Code-Element definiert ist oder das Code-Element definiert ist. Und wenn das Code-Element in einem anderen 4D-M-Datei definiert ist, öffnet Visual Code sogar automatisch die entsprechende Datei, bevor der Cursor dann an die richtige Stelle gesetzt wird. Also, dafür gibt es folgende Code-Elemente, einmal Prozessvariablen, lokale Variablen, Parameter, benannte Parameter, Projektmethoden, User-Klassen und User-Klassen-Funktionen. Also hier merkt man wieder das Zusammenspiel. Aber wir haben noch eins im Petto heute. Wir haben die sogenannten Signature Help. Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Code-Element setzen, zeigt Visual Code einen Tooltip an, der je nach Typ Informationen über das Element enthält. Die Syntax, also ich werde Ihnen angezeigt, die Syntax und eine kurze Beschreibung für den 4D-Befehl. Die Syntax und die ersten Markdown-Kommentarzeilen für Projektmethoden, die Syntax und eine kurze Beschreibung der Funktionen von nativen 4D-Klassen, die Syntax und die Funktionen der User-Klassen aus dem Host-Projekt, also dem Hauptprojekt und der Komponente und die Syntax der Kommentare in der Deklarationszeile für alle Variablen. Der Screenshot, der zeigt dich ganz gut. Ich habe aber vorhin gesehen, der ist ein bisschen unscharf, wie man das sieht. Also den Screenshot finden Sie etwas schärfer im Blog. Einfach mal reingucken. Jetzt haben wir wieder ein kleines, schönes Thema. User Interface. Gerade eben war ich ja schwer gekocht, das ist ein bisschen einfacher. Das Design auf Mac und Windows hat sich natürlich in den Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Sehen wir alle früher schwarz-weiß und sehr grau und sehr eckig und so weiter. Heute haben wir abgerundete Ecken, ein sehr luftiges Design, modernes Design, so wie viele, viele Anwendungen da draußen einfach sind. Daher haben wir mit R7 eine kleine Änderung an der Benutzeroberfläche für Sie ermöglicht, die aber definitiv eine große Folge für Sie und Ihre Anwender haben kann. Halten Sie Ihre Anwendung einfach modern und im Einklang mit den Markt- und Betriebssystemen, runden Sie die Ecken einfach mal ab. Machen Sie mal eine runde Ecke, wenn es überhaupt geht. Sie können runde Ecken bei statischen Texten und Eingabetexten realisieren, dank eines neuen Attributs Eckenradius. Die Festlegung, wie man von WD kennt, kann man machen über die Benutzeroberfläche, sprich die Eigenschaftenliste, über CSS oder natürlich auch über 4D-Code. Also ein sehr, sehr schönes, wie ich finde, kleines, aber entscheidendes Feature. Dann haben wir noch was fürs User-Interface, also fürs Auge. Manchmal sind nämlich die kleinen Dinge, die das Leben einfacher machen. Die Symbolleiste wird überarbeitet oder wurde überarbeitet, um alle 4D-Fenster zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Wenn Sie also den Mauszeiger über Tabellen, Felder oder Relationen bewegen, werden hilfreiche Informationen in der Statusleiste angezeigt. Neu in R7 ist, dass die Anzeigen von Relationsnamen, also von den Namen der Relationen, unten direkt in der Statusleiste erfolgt. Sie müssen also nicht mehr mit dem doppelten Klick quasi in die Eigenschaftenfenster gehen und dort den Namen nachlesen. Das waren jetzt mal einige Developer-Features, glaube ich, in dieser Version. Fand ich sehr, sehr viele. Ich fand welche speziellen dabei, wo Sie gemerkt haben, da wäre mal fachkundiger Rat gefragt. Sind denn Fragen? Wow, keine Fragen? Was ist denn hier los? Der Herr Maul hat eine Frage. Ich muss dich echt...
Ah, okay. Sie dürfen sprechen. Ich wollte keine Frage stellen, aber eine Antwort geben. Also, hallo ist alles zusammen erstmal. Und ich finde es jetzt lustig, Stefan hat die ganze Zeit über Befehle gesprochen und ich spreche jetzt über Nutzwert, über die Vorteile Oh. für den Anwender, also genau andersrum wie sonst. Geh doch bitte nochmal zurück auf das allererste Slide mit Microsoft Graph Single Sign-On. Das ist deswegen so wichtig, weil es das erste Teil ist, was Ihr Anwender sieht. Also ich melde mich am System an. Das Und dauert nächste. das ist perfekt. So, die meisten Anwendungen haben zum Anloggen einen Dialog, wo man den Usernamen und das Kennwort eingibt. Oder den User aus einer Liste auswählt. Und es ist jetzt völlig egal, ob Sie hier das FIDI-Kennwortsystem verwenden oder Ihren eigenen Dialog verwenden. Ob Sie Ihre eigene Userliste haben, ist es immer das Verhalten, ich muss Username und Kennwort eingeben. Und dann kommt früher oder später das Gespräch mit der IT-Abteilung. Wie ist euer Kennwort gesichert? Wie viele Buchstaben hat das Kennwort? Wie ist die Sicherheitsstufe des Kennworts? Wie oft werden die Kennwörter geändert? Wie kann ich mich mit Fingerabdruck einwählen? Wie kann ich das mit der Kamera machen? Und da gehen die ganzen Diskussionen wieder los. Und wir haben jetzt seit einer Weile die Idee, zu sagen, sparen Sie sich das. In FIDE unterstützen wir schon seit, boah, ich glaube, 3, 4 Jahren jetzt Single Sign-On über Active Directory, was allerdings nur in der reinen Windows-Umgebung geht. Also wenn ich rein Windows habe und habe einen Windows Active Directory Server, kann der für mich die Authentifizierung machen und Sie als FIDE-Entwickler bekommen einfach nur gesagt, der aktuelle User heißt Thomas Maul. Und Microsoft vertraut dem. Das heißt, der IT-Admin legt fest, welche Sicherheitsregeln gibt es, welche Kennwortregeln gibt es, ist es biometrisch oder mit Kennwort, gibt es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, macht alles die IT-Abteilung. Und Sie bekommen nur noch gesagt, wie der User heißt. Und Entschuldigung, das Kennwort geht Sie gar nichts an, weil das ist bei biometrischen auch gar nicht so verwendbar. Sie loggen ihn ein und das Umschalten auf den FIDE-User, um dann FIDE zu sagen, das ist der Thomas, machen Sie über den Befehl Set User Alias. Sie sagen also für die, diskutiere nicht mit mir, der User heißt so. Und ab dem Moment gibt den Current User diesen Namen zurück. Oder wird so eine Serverliste aufgelistet. Oder steht es so im Journal. Und das war aber bisher nur Windows Active Directory. Neu ist jetzt hier, und es basiert darauf, dass einfach immer mehr Firmen auch Microsoft 365 verwenden, dass sie die Microsoft 365 Authentifizierung auch in FIDE verwenden können. Jetzt nochmal zurück zum Single Sign-On. Das heißt also, auch wie bei Active Directory, wenn ich FIDE starte, kommt überhaupt kein Kennwortdialog. Weil auf einer Windows-Maschine bin ich ja bereits angemeldet. Und jetzt hier mit Microsoft 365, egal ob Mac oder Windows, es geht auf beiden Plattformen, es wird gestartet und FIDE versucht über den aktuellen Systembrowser, also nicht über eine Web-AR in FIDE, sondern über den Systembrowser, die Anwendung zu authentifizieren. Und wenn auf diesem Rechner innerhalb des Zeitfensters, was der Admin festgelegt hat, schon mal eine Authentifizierung stattgefunden hat, zum Beispiel in SharePoint, zum Beispiel mit Microsoft Outlook Web Access, zum Beispiel mit OneDrive, mit Excel im Web, mit egal was, wird der User automatisch freigeschaltet. Und wenn der Anwender schon wochenlang keine Authentifizierung mehr gemacht hat, dann öffnet sich das Microsoft-Fenster. Und in dem Microsoft-Fenster tut man seine Authentifizierung eingeben, egal ob Kennwort oder biometrisch, was immer der Admin festgelegt hat. Und Microsoft prüft, ob es gültig ist und gibt dann zurück, jawohl, das ist der Name. So heißt der User. Das ist hier in der Mitte der Befehl User get current. Ich bekomme gesagt, wie der aktuelle User heißt. Und bekommt da drin den Display-Name, die E-Mail-Adresse, die diverse Daten, die bei Active Directory hinterlegt sind. Und dann kann ich den damit wiederum mit Set-User alias authentifizieren. Und für die, die es in V19 nicht mitbekommen haben, es gibt es auch einen Befehl Set-Group Access, wo man also noch sagen kann, dieser User ist in diesen FIDE-Gruppen drin. Das Wesentliche also hier ist, eine Anwendung für den Anwender einfach doppelklicken die Anwendung geht auf, kein Kennwort, kein gar nichts. Die Kontrolle der Rechte machen Sie wie gehabt in Ihrem eigenen Code. Sie überspringen nur Ihren eigenen Dialog. So, das war die Geschichte zu Authentifizierung. Im nächsten Dialog ging es ums E-Mail-Senden. Was ich hier noch hinzufügen wollte, selbstverständlich können Sie die bekannten Befehle, die wir die ganze Zeit haben, auch mit Microsoft 365 nehmen, mittels IMAP, POP3, SMTP. Aber das macht Microsoft immer schwerer. Es ist immer aufwendiger, IMAP oder SMTP freizuschalten. SMTP geht noch, IMAP wird langsam echt mühsam.
Der Unterschied hier ist jetzt, das ist nicht IMAP, das ist nicht SMTP, das ist nicht POP3, das ist ein Microsoft-proprietäres eigenes Protokoll. Nennt sich Microsoft Graph. Und über diese Schnittstelle kann man natürlich dementsprechend auch nur Microsoft 365 ansprechen. Das geht nicht mal mit dem lokalen Exchange-Server. Microsoft hat es nur für Microsoft 365 freigegeben. Wenn Ihre Kunden das aber verwenden, können Sie darüber ab der S7 E-Mail senden. Und ganz klar, nee, ist noch nicht gestellt worden, kommt es früher oder später die Frage, was ist denn mit Empfang? Ja, das kommt mit R8. Zumindest fangen wir an, wird bestimmt noch mehr sein. Ich nehme an, dass dann 3 Monate später noch weitere Features kommen, dass wir gar nicht alle schaffen. Und es geht hier nur darum, native Microsoft 365 abzudecken. Weil einfach immer mehr Firmen sagen, ich will nicht mehr einen eigenen Mail-Server hosten, ich will den ganzen Graben nicht mehr hosten, ich mache das über die Microsoft-Welt. Und deswegen haben wir das eingebaut. Stefan, kannst du kurz bitte zu den File-Handles springen? Da hat mir auch eigentlich der Vorteil gefehlt, also der User-Benefit, auch wenn du es technisch schön erklärt hast, was das ist. Sie können jetzt argumentieren, ich habe seit 20 Jahren Create-Dokument, Open-Dokument, Send-Packet, Receive-Packet. Warum brauche ich da jetzt was Neues dafür? Sie brauchen das nicht. Technisch macht das keinen Unterschied. Sie schreiben so und so was rein oder raus oder lesen was. Das ist egal. Aber wenn Sie jemals Code geschrieben haben, der oben ein File zum Beispiel mit Create-Dokument aufmacht, dann Send-Packet macht und dann haben Sie einen Syntax-Error. Und Sie rutschen in die Debugger und gehen durch den Debugger aus der Anwendung raus, bevor Sie zu Close-Dokument kommen. Dann ist dieses blöde Dokument offen und Sie müssen das FID neu starten, um weiter testen oder debuggen zu können, selbst wenn Sie einen Fehler behoben haben. Sie sind selbst dafür verantwortlich, das Dokument wieder zuzumachen. Und damit haben wir jetzt die letzten 20 Jahre gelebt. Und das Konzept bei Objekten ist, und eigentlich bei all diesen neuen Befehlen, die wir mit Objekten haben, egal ob es ein File ist, ein SMTP-Server oder gerade eben den Microsoft 365-Mail-Zugang, das Ganze wird als Klasseninstanz zurückgegeben und in allen unseren Beispielen deswegen auch als lokale Variable, wie hier $File gespeichert oder die Referenz verwiesen. Und das Faszinierende ist jetzt, sobald $File nicht mehr existiert, oder andersrum formuliert, sobald die letzte Referenz auf dieses Objekt nicht mehr existiert, wird das Objekt automatisch aufgelöst, geschlossen. Also die Verbindung zum Mail-Server geschlossen, das File auf der Platte freigegeben, der Speicher freigegeben. Egal was ist, es wird freigegeben. Ich kann kein Memory Leak mehr machen, ich kann keine offenen Dokumente zurücklassen, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Das heißt, diese Befehle schauen auf den ersten Blick aus wie nur aus wie eine andere Syntax. Aber das macht das Debuggen leichter, das macht das Programmieren leichter. Es löst auch ein paar Probleme, wie hier in dem Beispiel wird WriteLine gemacht. Da steht nicht LogText plus SHA-13 oder LogText plus SHA-1310, sondern beim Open-Befehl wird oder beim Create-Befehl wird angegeben, beim Open-Befehl wird angegeben, ob ich den Standard-Zeilenschalter haben möchte oder ob ich einen eigenen setzen möchte. Und dann kümmert sich FID drum, bei WriteLine automatisch noch eine Zeilenschaltung anzubauen. Es macht es in vielen Fällen einfach nur bequemer für Sie als Programmierer. Deswegen lohnt es sich, die Dinger mal anzugucken. Und als als letzten Satz dann noch dazu für die Listbox, da hatte ich jetzt eigentlich auf die Frage gewartet, warum habt ihr das nicht gleich so gemacht? Als wir Drag and Drop eingebaut hatten, gab es noch keine Standards. Das hat noch kaum jemand unterstützt. Die Idee war also, wenn der Anwender auf die erste Zeile und auf die fünfte Zeile klickt und klickt dann irgendwo rein, um den Dreck zu machen, dann hebt er damit ja wieder die Markierung auf. Und um das zu verhindern, hat man gesagt, wenn die Alt-Taste gedrückt wird, zählt das nicht als Klick zum Aufheben. Und einige Jahre später hat auch der Finder und der Windows Explorer die gleichen Funktionen bekommen. Und die haben das dann so gelöst, wenn man draufklickt und länger drauf bleibt und dann die Maus bewegt, dann ist es keine Aufheben, sondern eine Dreckbewegung. Und das haben die User mittlerweile auch gelernt alle. Aber hätten wir das vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren so gemacht, hätte es bestimmt Protest gegeben, dass man ständig daneben klickt. Also wenn Sie das fragen, warum wir das erst jetzt geändert haben, es hat immer so funktioniert, es hat keiner was gesagt. Und im letzten Jahr ist es plötzlich im Feature-Request-Forum hochgevotet worden. Und wie ich es schon mal angesprochen habe, wenn Features hochgevotet werden, kümmern wir uns drum. Und das war eins der sehr schnell hochgeboteten Requests gewesen. Deswegen kam das jetzt rein. Okay, kommen wir, bevor ich mich hier verrenne, zum nächsten Themenblock. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Themenblock Deployment wird dich mal ein wenig speziell sein, aber ich vor allem speziell um ein großes Thema drehen, das die R7 liefert. Es geht um Funktionen für große Installationen.
Arbeiten Sie oder Ihr Kunde mit großen Installationen, bei denen Terminal-Server zum Einsatz kommen, dann ist diese neue Funktion für Sie interessant. Wenn nicht, dann nicht. Es geht um die gemeinsame Nutzung lokaler Ressourcen. Also im Feature Request Forum wurde diese Funktion stark nachgefragt. Thomas hat es gerade gesagt, da hören wir wirklich drauf. Und wir liefern jetzt mit der R7 eine neue Funktion. Ziel ist es, lokale Ressourcen in einem gemeinsamen Ordner mit dem Windows Remote Desktop Service, also Terminal Server früher, herunterzuladen, anstatt in den Ordnern des Benutzerkontos. Also statt jeder von uns einen Ordner, gibt es einen zentralen lokalen Ordner, der das anschaut. Das war die Feature Request Forum damals, also sehr viele Votes. Wie das funktioniert, wir haben einige Optimierungen durch ein Überdenken der aktuellen Architektur erreicht, indem wir eine neue Option für Projekte im Build-App-Prozess entwickelt haben, die eine gegenseitige Nutzung lokaler Ressourcen ermöglicht. Das ist hier die Standardstruktur, wie man sie so kennt, ja, also jeder User seinen eigenen Ordner. Bedeutet, wenn eine Aktualisierung kommt, muss auch jeder selber aktualisiert werden. Neu in der Optimierung ist dann das folgende Ergebnis. Ein Zeitgewinn, da die lokale Ressource nicht mehr von jedem User vom Server heruntergeladen werden muss, und ein Gewinn an Speicherplatz, da die lokale Ressource nicht mehr für jeden User in einem Remote Desktop Service Umgebung dupliziert wird. Also anstatt, keine Ahnung, wie viele Kilobyte, Terabyte, whatever, ja, weil wenn in Summe vielleicht 100 User hat, gibt es nur einen Platz, in dem Fall, wo es sich wirklich lohnt. Wie gesagt am Anfang, diese Funktion lohnt sich wirklich nur ab einer gewissen Größe, wo der Aufwand sich auch lohnt. Und man natürlich einen Admin braucht, der das Ganze dann betreut. Der war groß, der Themenblock, ich weiß. Und ich bin mir sicher, der Herr Maul winkt gleich wieder. Er hat mir vorher schon gesagt, gell? Bitteschön. Ich mache da mal irgendwann eine Liste, wann ich reden möchte. Ein Kleid bitte zurück. Ich habe über das Thema schon diverse Supportfragen gehabt, deswegen muss ich es kurz erklären. Das Bild stimmt nämlich nicht einmal ganz. Es würde so gehen, aber das macht man so nicht. Wenn man mit Terminal Server arbeitet, tut man als Admin normalerweise ein Image anlegen. In diesem Image sind die gemeinsam verwendeten Programme drin. Und dieses Image wird dann für alle User geshared. Das heißt, jeder User bekommt eine Art Instanz dieses Images. Und alles, was hier geshared wird, ist read-only. Also zum Beispiel auch das Programm für den Client ist read-only, damit 50 oder 100 User nicht 100-mal den Platz von für den Client brauchen. Oder hier geht es eigentlich nicht um viele Client, hier geht es um Ihre Anwendung.exe oder Ihre Anwendung.client. Wenn ich die aber read-only share, bedeutet es, dass der Anwender kein Auto-Update machen kann. Er kann nicht einfach den Client starten, der dann vom Server sich das neue Update runterlädt, weil das ja read-only ist. Also haben viele, die heute im Terminal Server arbeiten, den Client nicht im Programmordner installiert, sondern im Dokumenteordner installiert, weil da Schreibrechte existieren. Das heißt, ich habe zwar diese 100, 200 Megabyte, die der Client belegt, mehrfach auf der Festplatte, weil ich viele Clients habe, aber jeder kann sein Update selber machen, ohne dass der Admin irgendwas tun muss. Und da zum Teil des Clients ja auch die lokalen Ressourcen gehören, und lokale Ressourcen sind nicht nur der Ordner-Ressource, sondern da sind auch die Kopie des Programms drin, also das, was im Binary 4DC ist oder beim Projektmodus 4DZ. Also die kompilierte Anwendung, die wird ja auch vom Server runtergeladen auf dem Client und läuft dann auf dem Client. Wird auf dem Client ja ausgeführt. Und damit der Client die runterladen kann, braucht er wieder Schreibrechte. Und deswegen kann man die nicht sharen. Und die neue Option sagt jetzt, Sie verzichten auf Schreibrechte. Sie gehen auf Read-Only-Modus. Und weil man Read-Only-Modus ist, können 2, 50 oder 100 oder 1000 Leute das gleiche File verwenden. Weil Read-Only kann geshared werden. Damit braucht der Client nur einmal installiert zu sein. Das 4DZ oder 4DC muss nur einmal installiert sein. Und die ganzen anderen Sachen wie Ressources, Images, Bilder, was man alles so drauf hat, auch nur einmal. Und weil die nur einmal da sein müssen, hat man einen Gewinn Speicherplatz. Und weil, wenn der User die startet, nicht der ganze Kram erst runtergeladen werden muss, 100 mal 2 Minuten zum Laden, hat man Zeitgewinn.
Jetzt ist nämlich die Frage, was heißt man? Das ist der User, der startet. Den Zeitverlust hat der Admin, weil es der User nicht mehr selber machen kann, weil der ja nur Read-Only hat, braucht man einen Admin, der sich um die Updates kümmert. Was bei großen Firmen sowieso normal ist, bei großen Installationen. Bei großen Installationen will der Admin auch gar nicht, dass die User selber was ändern dürfen. Also bei einer großen Installation, wenn der Admin den Microsoft-Regeln befolgt, dann tut er entweder das Image im Admin-Modus starten, jetzt ist es schreibbar, man kann Änderungen durchführen und der Admin tut zum Beispiel den Client einfach doppelklicken, um damit das Auto-Update durchzuführen und die Ressourcen zu aktualisieren. Dann beendet er den Client, startet wieder, stellt das Image um auf Normalbetrieb und es läuft wieder Read-Only. Oder alternativ ist sicherlich viele Updates Admins bevorziehen würden, er startet ein MSI-File, was von Ihnen zur Verfügung gestellt wird, also ein Microsoft-Installer-File, das dann die Client-Updates enthält und diesen Ressource-Ordner enthält. Ist dann noch ein höherer Aufwand für Sie, weil Sie das MSI-File noch machen müssen. Und deswegen auch vorne der Text, erhöhter Administrationsaufwand. Man betreibt es nur, wenn man hunderte von Usern hat. Aber wir haben eben einige Kunden, die haben nicht hunderte, sondern hunderte von Installationen mit jeweils vielen Clients. Und ein Kunde, den ich kenne, hat 200 Server mit so 3000 Clients. Da ist es ein Argument, ob ich 3000 Mal den FIDE-Client und das Cache-File habe. Und deswegen ist diese Option gemacht worden. Und auch die war eine verblüffend hochgewotete Version. Also es muss viel mehr große Terminal-Server-Installationen geben, als wir gedacht haben. So, und wieder zurück zum Stefan. Ich schalte mich wieder ab. Du kannst gerne ein Mikrofon anlassen, dann spare ich mir, aber okay. Ja, vielen Dank. Nochmal für die tiefgehendere Erklärung, ist immer ganz gut. Sehr schön. Gut, kommen wir zu einem anderen spannenden Punkt, definitiv FIDE for Mobile. Für mich immer so ein kleines Highlight dabei, weil ich irgendwie, ich liebe dieses Produkt, ich finde es einfach cool. Hat zum Beispiel Modernes, was einfach Spaß macht, auch schnell zu entwickeln. Modern ist genau nicht hier der Punkt. Das Highlight für FIDE for Mobile in dieser Version in der R7 sind die Möglichkeit, Webseiten in ihrer Mobile-App anzuzeigen. Also das bedeutet vielmehr, dass ich sage, ich kann innerhalb der App auf der einen Seite sagen, ich rufe eine URL auf, also verlinke zum Beispiel auf einen direkten Datensatz, was mir den Komfort gibt, ich kann mein FIDE Backend verwenden und eine vorher generierte auf demselben Server liegenden Webseite aufrufen. Diese Flexibilität umfasst also noch viel mehr als das App-Design. Diese Funktion öffnet mir die Tür zur absoluten Echtzeit-Datenaktualisierung auch auf dem Handy. Ja, denken Sie zum Beispiel an Börsensymbole oder Werte, Temperaturanzeigen, Mitarbeiter, die Ihren Standort irgendwie freigeben wollen und so weiter oder Offline- und Online-Stati, was auch immer, das kann man damit machen. Und das Besondere dabei ist, ich muss zweimal klicken, damit man das auch lesen kann, wir reden hier auch von der Verwendung von Sessions. Das bedeutet also, dass ich die Session nicht verliere. Wenn ich also in einem Datensatz drin bin und dann auf den Webbereich gehe, bin ich trotzdem in demselben Session-Bereich drin und bekomme auch genau diese Daten. Muss ich nicht nochmal einen Reload machen, wie auch immer, oder eine Neusuche machen, sondern bleibe in der Sache drin, in der aktuellen Session drin. Ich habe leider kein direktes Beispiel dabei, was ich im letzten Mal hatten, weil damit ich immer noch nicht fertig geworden, aber das reichen wir gerne nach. Also ich komme mit einem Beispiel in Kürze, entweder bringen wir dich als Video oder nochmal als kurze Schulung oder als Webinar, wissen wir noch nicht genau, wo ein schönes Beispiel dabei ist, dass es zeigt, wie das in der Praxis auch dann funktioniert. Sprich, ich habe auf der einen Seite meine FIDE von Mobile App, egal ob auf Android oder auf iOS, klicke einen Datensatz an und kann von dort aus die entsprechende Webseite, den entsprechenden Datensatz auf der Webseite dann oder die entsprechenden Daten auf der Webseite aufrufen. Also das ist eine sehr coole Erweiterung, weil wir uns damit die Möglichkeit eröffnen, außerhalb der vorhandenen Templates auch zu bewegen, die wir ja mitliefern und die immer relativ aufwendig sind auch zu verändern. Ich glaube auch, zu dem Thema wollte Thomas auch was sagen. Ja, sag ich, ja, ohne dass ich mich notiert habe, weißt du es? Hervorragend. So ist es richtig. So, ich möchte jetzt gar nichts eigentlich so viel über FIDE Mobile sagen, sondern über Sessions.
Bleib aber beim Bild bitte. Nein, nicht du, sondern das Bild, ja. Web-Sessions. Wir haben ein Objekt in Fide, das Ding heißt Session. Und dieses Ding Session ist dann aktiv, wenn Sie die Option Scalable Web Sessions aktiviert haben. Wenn Sie das nicht gemacht haben, gibt es das nicht. Wenn Sie Scalable Web Sessions gesetzt haben und Sie verwenden Fide Action oder sonstige Art mit Webprogrammierung in Fide, dann wird, wenn der Browser etwas überträgt, ein Cookie gesetzt. Und dieses Cookie wird dann genommen, automatisch intern, um eingehende Anfragen der richtigen Session zuzuordnen. Und in diesem Web-Session-Objekt können Sie ablegen, was immer Sie wollen. Es gibt einige Eigenschaften, Attribute, die wir vordefiniert haben. Zum Beispiel Username. Damit kann man sagen, weil ich vorneweg ein Login geschaltet habe, die Session gehört zum User mit der Thomas. Ich kann aber auch Permissions, dazu kommen wir dann in der R8-Webinar, Permissions-Regeln setzen, wie dieser User darf auf die Tabelle zugreifen, aber nicht auf die Tabelle, oder darf auf die Funktion zugreifen, aber nicht auf die, darf dieses Feld lesen, aber das Feld nicht ändern, darf die Tabelle ändern, aber nicht löschen und so weiter. Und das wird alles über diese User-Permissions oder über das Session-Objekt erkannt. Und in dem Session-Objekt können Sie auch eigene Werte ablegen. Sie können ablegen, wo Sie gerade sind, was Sie gerade machen, was für Zustände Sie haben, halt die Session definieren. Immer noch völlig unabhängig von Fide Mobile bedeutet es in der modernen Welt, dass ein Browser ja gleichzeitig mehrere Anfragen an den Server schicken könnte. Heute schickt ein Browser JavaScript-Anfragen, also quasi Ajax-Anfragen, die parallel mehrfach reinkommen. Das können HTML-Seitenfragen sein, das können aber auch einfach nur JSON-Anfragen sein. Und die werden nicht mehr wie früher nacheinander abgearbeitet, sondern wenn sie richtig programmiert haben, laufen die preemptive. Also wenn sie einen modernen Rechner mit 32 Kernen, dann kann es sein, dass ein einziger Browser plötzlich 8 Kerne belegt. Die werden parallel abgefragt. Und damit die eben dann auch arbeiten, deswegen gibt es dieses Shared Session Objekt, damit alle 8 Prozesse, alle 8 Threads Zugang auf das gleiche Session Objekt haben. So, und deswegen war das jetzt hier so wichtig. Von Mobile hat bisher nicht das Session Objekt mit dem Browser verbunden. Das heißt, man hat hier jetzt eine Sitzung. Ich kann also, wenn ich im WebAir auf meinem Smartphone oder auf dem Android-Telefon in einem Browser mir irgendwelche Daten anzeige, dann weiß die Webprogrammierung, die sie gemacht haben, wo sie gerade hingehört. Also wie heißt der User, der da ist, was hat der für eine Umgebung, was hat der für Rechte, all die Informationen sind da. Und deswegen ist das so ein wichtiges Thema, weil das zusammenwächst. Und wie ich vorhin schon oder gerade eben schon kurz ein bisschen angedeutet habe, in der 8 geht es da nochmal massiv weiter, was wir mit dem Web-Session oder mit Session-Objekt an Berechtigungen hinzufügen. Und deswegen wollte ich hier nochmal kurz dazu sagen, das Session-Objekt ist das wirklich Spannende. Und das ist eben jetzt auch in den Mobile-Anwendungen angekommen. Und wieder zurück zum Stefan. Cool, danke. Ja. Jawohl, genau. So viel die Mobile, also gar nicht so viele Kleinigkeiten, eher eine große Sache. Einfach mal mit der R7 testen. Ja, macht einfach Spaß. Die vorhandenen, wie gesagt, wie schon oft gesagt, einfach die vorhandene Anwendung, die Sie haben, nehmen, auf neu gehen, neues Mobile-Projekt und dort können Sie einfach mal loslegen, einfach erstellen. Sie können nichts kaputt machen dabei. Sie können einfach nur dazu gewinnen. Macht Spaß. Nächster Themenblock, FideWrite Pro. Wie gesagt, wir schließen heute so ein bisschen an dem an, was wir in dem R6-Webinar schon behandelt haben. Die unter Ihnen, die da nicht dabei waren, da ging ich vor allem um die Thematik Templating. Also ich erstelle nicht nur ein kleines Dokument oder schreibe gerade mal einen Brief, sondern ich erstelle Templates, mit denen ich zukünftig arbeite. Ich und meine Anwender arbeiten oder die Anwender erstellen selber Templates, die sie dann zukünftig wiederum verwenden mit ihren Daten. Ja? Und auch da haben wir eine ganz tolle Neuigkeit gehabt, die wir jetzt noch weiter ausgebaut haben, nämlich die untere Übertragungszeile. Ein tolles Wort, welche auch immer dieses Wort ausgedacht hat. Also im Grunde, es geht darum, eine Zwischenzeile, Zwischensumme anzuzeigen. Hier in dem konkreten Beispiel geht es wirklich darum zu sagen, ich habe zum Beispiel in meinem FideWrite Pro Dokument eine große Tabelle, hier in dem Bild wunderbar zu sehen. Und diese Tabelle geht überall zwei Seiten, weil ich so viele Sachen verkauft habe, aber mein Kunden, die Rechnung ist so lang und dann möchte ich bitte ganz unten in der Tabelle natürlich eine Zwischensumme angezeigt bekommen. Das geht mit FideWrite Pro jetzt, ohne
viel Code. Ja, das ist der entscheidende Hinweis da für die Entwickler, die berechnete Übertragszeile. Sprich, ich bekomme die Summe unten angezeigt, aber meine Rechnungspositionen gehen dann auf der nächsten Seite, die Tabellenpositionen gehen auf der nächsten Seite dann weiter. Das ist ein sehr entscheidender und wichtiger Punkt. Dann haben wir noch eine coole Sache, die Erkennung von Dokumentenänderungen. Wenn sich ein FedeWrite Pro Dokument in der Bearbeitungsmodus befindet, ist es oft sehr hilfreich zu wissen, ob ein User tatsächlich etwas verändert hat. Mit der Information können dann Aktionen oder Schnittstellen angepasst werden, um ja eventuell auch die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Die neue Eigenschaft Document.Modified erkennt Änderungen in einem Dokument schnell und führt entsprechende Aktionen aus. Entweder transparent, also automatisches Speichern zum Beispiel, wenn ein Dokument geöffnet bleibt, oder durch eine intelligente Anpassung der Schnittstellen an den jeweiligen Bedingungen. Oder zum Beispiel ein Zeitstempel, der eingefügt wird. Ja, also zum Beispiel, wenn ich ein Dokument habe, wo jemand reinschreibt und ich möchte immer automatisch reingebracht haben, sobald er vielleicht verändert wurde, weil es ein offizielles Dokument ist oder ein wichtiges Dokument, das auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit darstellen muss. Sehr, sehr praktisch, wie gesagt, über Document.Modified zu realisieren. Kommen wir nochmal quasi zurück zu unserem Templating von vorhin, denn jeder von uns, die meisten von uns, wenn man sich die Lichter anguckt, liebt Formeln. Ja, sie sind ein wesentlicher Bestandteil von FedeWrite-Dokumenten, denn sie ermöglichen uns ja die Integration einer Vielzahl von Informationen aus der Datenbank und machen die Dokumentenerstellung intuitiv und automatisch vor allem. Also ob es der Name ist, ob es das Datum ist, ob es die benannten Positionen in einer Rechnung sind. Und einige Formeln können halt vom Layout her sehr, sehr lang sein. Also wenn ich irgendwie den Namen, Vornamen oder einen langen Rechnungstext habe, was auch immer, ist das sehr unübersichtlich. Deswegen bietet die R7 nun die Möglichkeit, Formeln als Symbol anzuzeigen. Ich glaube, ich muss hier einmal klicken, damit ihr dich auch sehen in dem Video. Und zwar wird dann anstatt der langen, langen Formel einfach ein schönes F-Symbol angezeigt, um Dokumente und damit präziser und transparenter zu gestalten. Also daran sieht man dann wunderbar eigentlich, wie das Dokument in Wahrheit aussehen wird, ohne eventuelle Live-Daten noch. Das Ganze ist einfach über die Eigenschaftenliste möglich. Formelquelle als Symbol anzeigen. Natürlich kann man das Ganze auch wieder über die Programmierung steuern. Mit dem Moment-Attribut WK-Display-Formula als Symbol. Habe ich richtig geschrieben. Gut. Also, Sie merken, FedeWrite Pro wird immer mehr zu einem ja, noch leistungsstärkeren Tool, um Dokumenten-Templates zu erstellen, mit denen Sie und Ihre Anwender selbstständig wunderbar arbeiten können. Also wir arbeiten auch sehr, sehr viel natürlich intern mit FedeWrite Pro, Rechnungserstellung und so weiter. Und ich bin ein Freund davon, weil ich einfach sage, dadurch habe ich unheimlich viele Möglichkeiten, auch meine Rechnung einfach anzupassen. Ja. Beispiel vielleicht zu Weihnachten in den Weihnachtsmann reinzumachen, den man im Frühjahr nicht mehr braucht. Sehr schön, das waren schon die Highlights von FedeWrite Pro. Thomas, winkst du wieder? Ja. Bitte schön. Macht dir Spaß, weil ich jetzt das Gegenteil machen kann. Jetzt gehe ich in Code, wenn der Stefan die Vorteile erzählt hat. Geh bitte nochmal hier, bleib auf dem stehen durch, ja. mit dem Code, dass der Code statisch ist. Also wir hatten es mit der R6 erklärt, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Das Neue in FedeWrite Pro ist, dass Sie einen Kontext übergeben können. Ein Kontext ist nichts anderes als ein Objekt. Und in einem Objekt kann drin sein, was immer Sie wollen. Und dieses Objekt ist im laufenden FedeWrite Pro dann über vis.data anzusprechen. Also vis.data ist das Ding, was Sie vorher übergeben haben. Und wenn man zum Beispiel komplette Entity Company übergibt, dann können wir über visDataCompany.name den Namen ansetzen. Aber ich brauche keine FIDE-Entity zu übergeben. Ich kann auch einfach in mein eigenes selbst erfundene Feld Firmennamen nahe schreiben, was immer ich will und kann dann auf Firmenname zugreifen. Das ist das Statische oben drüber. Und dann, und das ist wirklich ein cooles Feature, kann ich als Objekt auch eine Collection angeben. Entweder eine Collection als Speicher-Collection oder eine Entity-Collection, also richtig Datensätze.
Das heißt, entweder ich gebe eine Auswahl von Mitarbeitern oder von Rechnungen an, oder ich baue mir selber statt ein Array halt eine Collection auf und übergebe die Collection an FediWrite Pro. Und dann kann man einer Tabelle, wie hier angezeigt wird, der ganzen Tabelle als Datenquelle zuweisen, du hast visData.invoice oder visData.rechnungsposition. So, was jetzt FediWrite Pro macht, es schleift automatisch über diese Collection und fügt eine Zeile ein pro Element in der Collection. Und für jede Zeile, die eingefügt wird, wird automatisch vis-Item gesetzt auf den Inhalt dieser Zeile. Und deswegen kann man hier dann zum Beispiel schreiben vis-Item-Address und das ist dann diese Collection Loop. Und das wird wiederholt, so viel, wie es Elemente gibt. Und wenn jetzt eins dieser Items ein Zahlenfeld ist, wie man hier zum Beispiel mit Salary hat, dann kann ich im Schluss im Footer sagen, visTable data sum, weil er dann automatische Summe über die gesamte Collection bildet. Und ich kann hier alle Funktionen verwenden, die wir als Berechnungsfunktion haben. Sum, Min, Max, Length zum Beispiel, um zu sagen, wie viele Datensätze es gibt. Das steht ganz normal zur Verfügung. Und damit habe ich den Footer von meinem Druck. Und das neue Feature, was jetzt eben in S7 reingekommen ist, ist, dass es auch noch Zeilenumbrüche gibt, Seitenumbrüche. Also wenn die Tabelle am Ende der Seiten angelangt ist, wird eine Zwischenzeile eingefügt und diese Zwischenzeile wird eine ja, temporär berechnete Collection übergeben. Und diese temporär berechnete Collection enthält die Teile, die bis jetzt gedruckt worden sind. Also angenommen, auf die erste Seite passen 10 Elemente, dann enthält die Collection in dem Moment 10 Einträge. Und auf der zweiten Seite dann zum Beispiel 20 Einträge oder vielleicht 15, 16, was immer dahin gepasst hat. Hängt ja vielleicht vom variablen Text ab. Und Sie als Programmierer oder der Admin, der das Interface macht, muss nicht wissen, wie und was es geht. Er kriegt da immer die passende Collection zurück und kann damit in der passenden Collection Sum, Min, Max und so weiter aufrufen. Und das ist der eigentliche Trick an dieser Zwischen- oder Übertragszeile, dass es hier eine Zwischencollection gibt, die automatisch beim Drucken mit oder beim Visualisieren mitgeführt wird. Man muss sich da gar nicht drum kümmern. Und weil man sich nicht mehr drum kümmern muss, wird plötzlich ein ewig langer Code, den man für FieldWrite geschrieben hat, hier plötzlich wahnsinnig klein, weil es geht einfach. Und jetzt zum Schluss noch eine Anmerkung wieder im Gegenteil, also User Interface. Ein Slide bitte weiter. Ich wollte nur visuell untermalen, ich wollte das Thema, was du gerade besprochen hast, visuell untermalen und sagen, das sind die einzelnen Reihen hier wunderbar. Unten haben wir das Endergebnis, was auf der zweiten Seite dann wäre. Das ist der Bereich, der die Button Carry Over Row, ja, also das, was das Zwischenergebnis, Collectmente, das da sind die sich wiederholenden Reihen und da oben drüber natürlich der Header. Einfach hart kodiert hier geschrieben hat, ja. Korrekt, so. Wollte nur mal klugscheißen. Hervorragend. So, noch eins weiter. Jetzt kommt die Retourkutsche. Da hast du ja klug geschissen und hast ja eine Stunde lang erzählt, was das ist und welche Details es hat. Um das kurz zu fassen, warum man sowas braucht. Sie haben einen FeedWrite Pro Bereich in einem Fenster. Der User schließt das Fenster und Sie wollen fragen, wollen Sie die Änderung speichern? Und um diese Frage zu stellen, wollen Sie speichern, müssen Sie wissen, ob es geändert wurde. Und das war früher echt Arbeit, um rauszufinden, ob der User irgendwas irgendwo im Dokument geändert hat. Und dieser Befehl ist eigentlich dafür da, dass man einfach abfragen kann, er hat nichts geändert, ich frage also auch nicht, ob er speichern will. Ich glaube, jetzt brauchen wir es nicht mehr weiter zu erklären. Aber mir ist eingefallen, ich habe ein was vergessen zum FDV Mobile zu sagen, was jetzt echt mit Mobile zu tun hat, was nicht einmal 9 S7 ist, schon eine 6 war, aber wir haben es da auch vergessen. Wenn FDV Mobile oder also egal ob auf iOS oder Android, hält ja lokale Kopie der Daten, damit man offline arbeiten kann. Und wenn Sie viele Daten haben, war das Synchronisieren dieser vielen Daten teilweise recht langsam. Also gerade über langsame Netze, aber manchmal auch sogar über schnelle Netze, es konnte oft Minuten dauern, bis die Daten aktualisiert worden sind. Und das ist drastisch schneller seit der R6. Also falls Sie es mal ausprobiert hatten und zu viel Daten hatten und nicht happy über die Performance war, das ist schon der 6 Faktor 100 sogar schneller geworden. Das ist gigantisch. Und jetzt bin ich durch. Und es gibt immer noch keine Fragen oder sehe ich die Fragen bloß nicht? Hast du mich da auch gesperrt? Nein, ich habe keine Fragen. Du erklärst dich immer so toll. Du erklärst dich immer so toll, dass die Leute keine Fragen haben. Übrigens habe ich
Danke für den Hinweis, den stillen. Ich habe den Hinweis bekommen, wie ich in Keynote zwischen Folien hin und her springen kann. Wieder was gelernt. Okay. Ja, Fit the Ride war die Frage- und Antwortrunde. Dich war die Frage- und Antwortrunde schon. Damit sind wir auch heute relativ gut in der Zeit und ich bin eigentlich schon fertig mit unseren Slides für heute. Gibt es denn allgemeine Fragen? Nehmen wir mal FeedyRide Pro aus der Folie raus und sagen generelle Fragen, die Ihnen gerade, was Sie heute gesehen haben, vielleicht haben Sie die eine oder andere Funktion jetzt schon mittlerweile verdaut in den letzten halben Stunde, sind Fragen aufgekommen, wo Sie sagen, boah, ich habe da nochmal eine Frage zu einem Punkt, den wir am Anfang hatten. Wie gesagt, der Herr Schäfer kann nicht auch zum Slide nach vorne springen, ohne sich komplett durchzumogeln. Wenn Fragen sein sollten, würden wir uns jetzt darüber freuen. Ansonsten gehe ich in die nächsten Slides. Gut. Ich erzähle jedes Mal, dass all diese tollen Funktionen, die wir heute vorgestellt haben, auf blog4d.com zu sehen sind. Also, wenn Sie alles nochmal nachlesen wollen, wenn Sie die vielen How-Do-I-Beispiele, die wir heute teilweise dabei hatten, als kleine Videos selber durchspielen wollen, besuchen Sie blog4d.com, lesen Sie die Dinger durch. Jetzt sagt der ein oder andere von Ihnen, oh, lesen, das Ding ist ja auf Englisch. Pustekuchen. Das war mal. Seit ein paar Wochen, ja, gibt es das Teil nämlich auf Deutsch. Und nicht Deutsch, ich in dem Fall richtig gut Deutsch, denn nicht nur, dass wir uns ein bisschen von Google Translate wegbewegt haben und verwenden jetzt DeepL. DeepL ist ein sehr viel besseres Tool, übrigens eine deutsche Firma. Wir gehen noch eine Schippe obendrauf. Wir gucken uns die Texte nochmal manuell an, also menschlich. Also ein Herr Görgen zum Beispiel, der Christian Görgen, schaut sich die Texte nochmal an, der Norbert Rudek auch, und sagt, okay, da ist zum Beispiel das Wort, keine Ahnung, ein Beispiel, Windows mit Fenster übersetzt, ja, was DeepL zum Glück nicht macht, aber machen könnte, wird dann richtig übersetzt. Na, nochmal, also nochmal menschlich nachgelesen. Deswegen sind die Dinger jetzt wirklich in dem schönen Deutsch, sollte Ihnen doch was auffallen, melden Sie sich bei uns. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, also nicht fürs Melden, sondern fürs Lesen, ist, Sie finden im Blog oben rechts die schönen Flaggen, alle möglichen Sprachen, unter anderem dann auch Deutsch, einfach draufklicken und dann können Sie die Blogs zukünftig in Deutsch lesen. So, das war der eine Punkt, die eine Neuigkeit, die wir auf der 4D-Welt-Website-Ecke haben. Ein zweiter Punkt, wichtiger Punkt, den ich auch nochmal erwähnen möchte, ist die neue 4D-Partner-Webseite, Partners, wie sie mit die URL heißt. Dort finden Sie alle unsere Partner, oder die fast alle Partner, die wir haben, von Platin, Gold, Silber bis runter zu Bronze, haben wir uns da die Mühe gemacht. Im oberen Level haben wir Platz für die Logos, im unteren leider nicht. Aber was wir da haben, ist Platz für Ihre Geschichte. Also, wenn Sie sagen, Mensch, ich bin da drinne, bin Silberpartner und da steht ja gar keine Beschreibung, was meine Firma macht, schicken Sie mir oder uns Ihre Beschreibung und ich füge die gerne ein. Ich bedeute, wenn dann der Besucher über Ihre, da sind wir wieder beim Drag and Drop oder fast, ja, über Ihre Firma geht, und die draufklickt, bekommt er den Text angezeigt, was Ihre Firma macht, plus eine URL, sodass er auch auf Ihre Webseite springen kann. Sprich, wir haben ja eine Werbung, wir haben eine Verlinkung und Verlinkungen sind immer gut im Internet, denn je weiter Ihre Webseite verlinkt ist, umso besser werden Sie auch bei Google und Co. gefunden. Also Werbung quasi in eigener Sache, aber auch Werbung für Sie. Da haben wir für Sie eine Plattform geschaffen, in der Sie selber Werbung machen könnten. Genau, dann würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn Sie uns Feedback geben zu unserem Webinar heute. Feedback zu mir, Feedback zum Herrn Maul, zu den anderen Kollegen, die heute nichts gesagt haben, auch gerne Feedback. Sie können nicht ganz schnell sein und das Ding hier scannen. Sollte funktionieren. Ich habe, glaube ich, nur zwei Fragen, also die können Sie auch auf dem Mobile-Gerät beantworten. Wenn nicht, ich schicke den Link auch gerne nochmal in der E-Mail mit der Aufzeichnung und hier weiter dann hinterher. Wenn Sie vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen wollen, was für ein gutes Feedback Sie uns geben wollen, können Sie das gerne machen. Ja, damit bedanke ich mich. Ich lasse das Bild einfach noch mal stehen. Vielleicht braucht der eine oder andere länger, um sein Handy rauszuholen. Ich bedanke mich. Das war unser erstes Webinar im neuen Jahr. Hat Spaß gemacht.
Ich bedanke mich bei dir, Thomas, für deine tatkräftige Unterstützung. Wie immer sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren, sich angemeldet haben. Ich bedanke mich auch bei denen, die sich angemeldet haben und nicht dabei waren. Die kriegen halt das Video im Nachhinein. Ich werde weitere Webinare folgen, spätestens QR8, die für alle Partner schon im Beta-Status ist. Ich werde weitere Webinare folgen zu anderen Themen. Ich habe es vorhin angesprochen mit der FIDE-Mobile-Webgeschichte. Vielleicht guck mal da, dass wir da nochmal ein Webinar machen. Also wir finden schon Themen. Und natürlich finden wir auch wieder Themen mit Trainings und so weiter. Der Herr Peschke hat im Dezember letzten Jahres ein tolles FIDE-Ride und FIDE-View Pro-Training mit Order gemacht. Das wird auch in den nächsten Tagen online gestellt, im Online-Store verfügbar sein. Also, es geht munter weiter. Wir werden nicht müde, Sie mit Informationen und natürlich neuen Funktionen zu füttern. In dem Sinne, bleiben Sie dabei, haben Sie Spaß beim Entwickeln. Und der Thomas hat noch was zu sagen. Eine Frage hätte ich noch. Die Antwort gleich wieder. Also nur zur Erinnerung, wir haben ja schon gesagt, die R8-Beta kommt die Woche. Ich glaube, die ist heute auch schon rausgegangen. Ja. Also es geht weiter. Und bevor Sie jetzt fragen, nein, es kommt keine R9-Beta. Also wir werden auch kein R9-Webinar machen. Weil also, wenn Sie wissen wollen, wann und wieso, es steht sogar auf unserer Webseite, aber im Juli 2023 kommen dann die V20. Das heißt, im April starten wir den Beta-Test von der V20 und das Ding könnte man auch R9 nennen, kommt aber als V20 im Juli. Glauben, wie gesagt, Thomas Maul, Product Strategy, ja, also wenn es einer weiß, dann der. Kann bis 18, ja. Bis 9 in dem Fall sogar. Ja, also genau, wunderbar, wirklich Mitte des Jahres, tolle Zeit. Danach folgt dann der Sommer, wo wir alle Zeit haben, um dann auf die V20 zu springen. Macht richtig Spaß. Wird ein heißer Monat. Ja, gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Für alle, die morgen frei haben, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin.